Heute ist der perfekte Tag, das Vorderrad rauszunehmen, das Hinterrad, die hintere Schwinge und einige Sachen mehr. Freue mich schon, schaut rein, wird sicher spannend. Wie schon erwähnt, heute passiert einiges. Ich werde das Vorderrad rausnehmen, das Hinterrad rausnehmen, die hintere Aufhängung, Radaufhängung rausnehmen, die vorderen Stoßdämpfer rausnehmen, den Antrieb hinten, der kommt auch raus. Also einiges zu tun. Ziel ist es, dass ich jetzt den Rahmen einmal separat habe, dann die Teile, die zum Pulverbeschichten kommen, separiere und dann auch fertig machen kann. Das ist so das Ziel. Der Motor wird dann im nächsten Video kommen. Ich werde jeden Freitag so um 15 Uhr ein neues Video posten mit einem Update, ja, wie es so weitergeht, wo ich gerade stehe. Für heute ist das dran und schaut mal rein. Bevor man den Reifen abmontieren kann, macht es Sinn, dass man zuerst die Bremszylinder abnimmt, weil sonst bekommt man den Reifen nicht raus. Diese Erfahrung musste ich selber gerade machen, aber jetzt montiere ich die Bremszylinder runter und dann ziehe ich den Reifen raus. Bevor ich die Stoßdämpfer ganz rausnehme, lockere ich nochmal diese beiden Schrauben hier oben, dann brauche ich die später nicht einspannen in den Schraubstock oder so und mache mir vielleicht noch was kaputt. Das wird jetzt passieren. So, jetzt ist mal soweit alles draußen. Das Vorderrad ist raus, das Hinterrad ist raus, die Kardanwelle ist raus. Die hintere Radaufhängung, die Schwinge ist raus. Den Rahmen habe ich so weit fertig gemacht, dass ich den jetzt weiter bearbeiten kann. Da muss noch ein paar Schweißarbeiten gemacht werden, sodass das Heck auch passt.
und ein paar andere Sachen. Mir ist hier aufgefallen beim Ausbauen, dass das Lager hier nicht mehr ganz in Ordnung ist. Ich denke, das werde ich austauschen müssen. Das ruckelt ziemlich, also das kommt dann später nochmal raus. Ich zeige euch mal, was jetzt zum Pulverbeschichten kommt. Das ist zum einen natürlich, sind das die Räder, die ihr hier seht, also die sind beide raus. Das wird sandgestrahlt hier und dann pulverbeschichtet. Was noch pulverbeschichtet wird, habe ich hier mal aufgelegt, also die hintere Schwinge wird sandgestrahlt, pulverbeschichtet. Die Motoraufhängung natürlich, der Seitenständer, auch die Dämpferteile hier unten werden pulverbeschichtet und dann natürlich der Rahmen sowieso. Wobei, da muss noch einiges geschweißt werden, wie schon gesagt, und dann sandgestrahlt und dann pulverbeschichtet. Hier seht ihr mal den Antrieb hinten, der ist natürlich auch raus. Weiß ich noch nicht, ob ich den Silber lasse oder auch schwarz-matt mache. Hier die Kardanwelle noch und ein paar andere Kleinteile. Den Hauptständer, der liegt hier, der bleibt draußen, den werde ich nachher nicht mehr mit montieren. Hier habt ihr noch den Motor, aber das habt ihr schon gesehen in einem meiner Videos. Da habe ich jetzt die Info schon bekommen, dass die Kupplung, ich habe ja gesagt, da kommt eine Kupplung rein, die ist schon da, die muss ich mir nur noch holen. Dann wird die Kupplung eingebaut, der Motor komplett sauber gemacht und lackiert. Die Lacke dazu habe ich schon bekommen. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Das wird ein Lack werden von VHD, das sind Amerikaner, da gibt es einen Primer, also eine Grundierung und dann wird der Motor matt schwarz gemacht. Das wird auch noch dazukommen. Was noch? Ja, ich habe dann noch ein paar Anbauteile gekauft, die werde ich euch später zeigen für die Lenker, für die Lenkung. Da kommen ein paar neue Sachen drauf, die Switches selber lasse ich, aber natürlich werde ich die ganzen Kabelzüge, Kupplung, Bremsgriff etc., das wird auch neu reinkommen und das war es dann mal soweit. Also viel Arbeit, ich habe jetzt sozusagen ein paar Sachen, die ich machen muss, da ist viel Reinigen dabei und Sandstrahlen und so weiter. Das wird für euch vielleicht nicht so spannend sein, aber ich halte euch am Laufenden, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird es der Motor werden als nächstes und mit dem geht es dann weiter. Danke vorab fürs Zuschauen, bitte abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like, schreibt mir Comments, wenn ihr Fragen habt. Herzlich willkommen und wir sehen uns nächste Woche am Freitag wieder.